Es wurde mal wieder gepatcht. Und was sich geändert hat nach dem Patch, da gucken wir jetzt gleich mal rein. Und was man mit den Änderungen anstellen kann, das gucken wir uns auch mal an. Also, es gab mal wieder einen kleinen Patch. Es wurde ein bisschen was überarbeitet hier in Russian Fishing. Und was das genau ist, schauen wir uns mal eben an. Und zwar wurden als wichtigstes vielleicht die Kosten für die Eintags- und Steinfliegenlarven erhöht, die ja im Moment gerade hier an der Tunguska sehr gerne verwendet wurden und auch sehr gerne fürs Sandfältchenangeln zum Beispiel mit verwendet wurden. Das schauen wir uns gleich mal an, wie wir das vielleicht ein bisschen umgehen können. Dann wurde ein Tageslimit eingeführt für Wettbewerbe, also die Startgebühr für Wettbewerbe. Das heißt, wenn man jetzt Geld zahlt, um an einem Wettbewerb teilzunehmen, da sind Spieler, die kein Premium haben, auf 50 Silber begrenzt. Und Spieler mit Premium können maximal 300 Silber am Tag als Startgebühr investieren. Das heißt natürlich, wenn man jetzt bei einem großen Event mitmacht, man zahlt vielleicht 50 Silber, hat man natürlich die Chance, halt den gesamten Jackpot sozusagen zu gewinnen. Das ist natürlich dadurch jetzt reduziert. Das heißt, man kann das jetzt nicht mehrfach am Tag machen und dadurch Silber generieren. Auf 50 ist es halt limitiert bei Nicht-Premium-Spielern. Und bei Premium-Spielern auf 300 Silbermünzen am Tag. Und man kann jetzt auch, und das ist schon ein bisschen tricky, es ist so ein bisschen wie Zocken oder fast wie Glücksspiel. Man kann Echtgeld, also Gold, verwenden als Startgeld. Ich hatte gestern schon mal reingeguckt und es wurden auch direkt welche angezeigt. Ne, heute ist jetzt gerade keiner drin. Aber dann steht dann eben hier eine Goldmünze. Also gestern hatte ich gesehen, war ein Gold als Anfang. Das heißt, ja, man kann quasi dann um Echtgeld angeln. Bisschen tricky finde ich das Ganze. Kann man machen. Muss man aber, glaube ich, nicht. Ja, aber kommen wir zu den Ködern. Das war es eigentlich schon an Großen und Ganzen, an den Patch-Notes. Was mir gerade auffällt, ich hoffe, das wird übertragen. Und es ist mir vorher nicht aufgefallen. Es sind auf einmal so Rillen hier. Also das ist, glaube ich, neu jetzt nach dem Patch. Ich weiß nicht, ob die an der Grafik irgendwas gemacht haben. Aber es wiggelt hier alles auf dem Boden. Es sind überall so komische so Rillen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Aber irgendwie ist mir das jetzt nach dem Patch direkt aufgefallen. Und als Möglichkeit, doch noch ein bisschen Silber zu machen, wenn man jetzt nicht mit der Steinfliegenlarve oder mit der Köcherfliegenlarve angeln will, habe ich dann mal probiert, einfach mit der Matchroute ganz entspannt auf... mit dem Mistwurm zu angeln, auf die Bodenränke. Und die Bodenränke, die habe ich dann gestern kurz vorm Stream auch zack als Trophy gefangen. 7,2 Kilo. Das ging ganz gut rein. Ich gucke gerade mal eben. Statistik, die große, da ist sie. Große Bodenränke auf Mistwurm. Ganz simpel das Ding. Richtig geil, richtig schöner Brocken. Sowas haut natürlich dann immer gut rein. Und den, wie gesagt, mit dieser Montage auch da recht simpel gehalten. Also wirklich ziemlich dicke Schnur, 19 Kilo Monoschnur auf naja, die Wackler-Montage oder die Match-Montage mit einer dicken Wackler, 6er-Haken, Mistwurm dran, tatsächlich nur einen. Ich wollte ein bisschen was sparen. Und da habe ich mir gedacht, komm, gehst mal ein bisschen Low-Budget dran, ein bisschen günstiger dran. Und dann habe ich mich hier einfach hingestellt. Bisschen ausgeworfen, gar nicht weit. Und dann ging das los. Und das gucken wir uns einfach mal eben an. Hier haben wir ja Treibangeln stehen. Einholgeschwindigkeit schön maximieren. Route vielleicht ein bisschen anheben, dass man sofort den Anschlag setzen kann.
Machen wir mal hier den Ton noch wieder richtig rein. So. Und dann geht das schon los. Man kann sich hier natürlich auch... Zack, ein Kilo. Man kann sich hier natürlich auch mit zwei Routen hinstellen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil das eigentlich zuletzt ganz gut war. Ich habe es aber auch noch nicht so richtig lange getestet. Das waren jetzt mal 20 Minuten. Aber in den 20 Minuten oder zweimal 20 Minuten in der Zeit ging das immer wieder ganz gut. Was man merkt, irgendwann so oder zwischendurch mal, je nach Uhrzeit wird es auf einmal weniger. Oder dann werden die Fische auf einmal etwas kleiner. Und dann habe ich einfach die Höhe geändert und habe auf einer anderen Höhe gefischt. Kleine Bodenränker. Von der Entfernung wesentlich weiter als bis nach da habe ich gar nicht geworfen. Das sind 20 Meter? Ne, noch nicht mal. Keine 20 Meter. Also wer da unbedingt klippen möchte, ich würde glaube ich zwischen vielleicht maximal 10 und 20 Metern irgendwie. Aber so ganz weit muss man, wie gesagt, gar nicht. Und normalerweise war jetzt hier schon immer der Angriff. So weit sind die gar nicht getrieben. Gucken wir mal. Wenn mir gleich zu weit ist, ziehe ich sie auch einfach wieder rein. Zack. Ich habe auch hier vorne, so ganz nah, habe ich es auch ausprobiert. Auch das funktioniert. Das ist ja quasi fast hier in Reichweite von der Route. Mit der Stippe habe ich es probiert. Fand ich es ein bisschen schwierig. Vielleicht kann man es mit einer kurzen Stippe irgendwie besser schaffen, dass man da den Anschlag schneller setzt. Wobei man den ja gar nicht so super schnell braucht, den Anschlag, ne? Die sind ja relativ entspannt, die Fische. Also die ziehen erstmal gut runter und wenn man dann, zack, den Anschlag setzt, also kurbeln und ranzieht, dann klappt das in der Regel. Jetzt haben wir schon 16 Uhr abends. Gucken wir mal, wie das so in den Abend hinein funktioniert. Ich hatte sonst eher in den Morgenstunden geangelt. Ich bin jetzt hier gerade auf 1,20 Meter Tiefe. Genau. Köder ist eingestellt auf 1,20 Meter. Und bisher ist es okay. Ich war runter bis auf 2 Meter war ich, genau. Von 1,20 bis 2 Meter. Immer wenn es irgendwie, wenn ich einmal, zweimal... Oh, der hat schon mal ein bisschen mehr Schmackes. Sehr gut, sehr gut. Ja. Schön, 3,4. Ja, so ging die Trophy dann auch rein, ne? Die ging, bam, direkt runter. Und abgezogen. Dann hatte ich jetzt die Tage, wann war das? Gestern auch noch probiert, genau. Mit einem Regenwurm. Ich habe mir gedacht, komm, wenn der Mistwurm geht, vielleicht geht ja auch der Regenwurm. Schön die ganzen billigen Köder mal verwenden. Ah, der war mal nix. Und der Regenwurm, da hatte ich dann auf einmal einen Timen dran. 2 Kilo Timen auf Regenwurm auf einem Match. Auch nicht so schlecht. Tauwurm hatte ich auch probiert. Aber nicht lang genug. Also ich glaube, das Effektivste ist tatsächlich der olle Mistwurm. Ich sag mal, auch das Günstigste, wenn man jetzt tatsächlich einfach günstig unterwegs sein will. Und nochmal extrem Kohle sparen will. Wie gesagt, es funktioniert ja. Man muss ja noch nicht mal einen Doppelköder machen. Wobei es mich ja schon gerade ein bisschen triggert, wo ich es gerade so sag. Vielleicht machen wir einfach mal doppelt. Machen wir mal Regenwurm und Mistwurm. Oder das Ganze sogar auf dem Viererhaken. Viererhaken groß.
Ab da wird es dann halt erst richtig groß. Gucken wir mal. 1,20 Tiefe lassen wir noch so. So. Und dann mal gucken. Koordinaten sieht man ja. 86, 97. Also direkt hier am Anleger. Quasi hier, wo es so schön nach Fisch riecht. Beim Fischfuzzi. Beim Fischhändler direkt um die Ecke. Genau. Die Schnur nie zu locker lassen. Gucken wir mal, ob da was Dickes dran geht jetzt. Regenwurm und Mistwurm in der Kombi. Regenwurm alleine hat ziemlich lange gedauert, bis da überhaupt was dran gegangen ist. Geht ein Lennock dran? Okay. Machen wir mal hier ganz kurz. Und danach gleich nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube, da kann man noch ganz viel mit rumprobieren. Ne? Immer mal verschiedene Köder einfach hier durchtreiben lassen. Lennock auf Pose wäre auch nicht schlecht. Wenn man da so über so Kilo Lennocks kommt, 1 bis 2 Kilo, dann haut das auch richtig rein von der Kohle, ne? Da ist die Bodenränke wieder. So, ein bisschen weiter diesmal. Und dann gleich nochmal eine andere Tiefe ausprobieren. Ziel ist es natürlich, Bodenränken dann zu angeln, die einfach ein bisschen fetter sind. Sowas zum Beispiel. 2,4 Kilo. So, und wenn man solche Viecher dann mehrfach am Stück rauszieht, dann macht der Kescher halt auch wieder richtig Spaß. Die Frequenz ist top. Manchmal, wenn die so langsam ziehen oder wenn die so ein bisschen nur ziehen und wieder hochgehen, dann ist es in der Regel die kleine Bodenränke. Die zuppelt da so ein bisschen mehr. Hammer. Okay, machen wir einfach wieder auf. Ist noch weit genug draußen. Ich hatte mir überlegt, Bollo-Routen zu kaufen. Was haltet ihr denn von Bollo-Routen? Könnt ihr ja mal unten drunter schreiben, ob ihr da Erfahrung mit habt. Und dann habe ich mir gedacht, einfach mal, ich angle ja relativ viel auf Kleinviechzeug. Und das wäre eigentlich mal interessant. Schön, Dreier-Set, drei geile Bollo-Routen und dann damit halt eben auch auf sowas hier. Da muss man ja nicht eine fette Matchroute für verwenden. Ich hatte mich da schon so ein bisschen informiert. Da gibt es ja einige mit 8 Meter Länge. Alter Falter, ey. Da bist ja bis da hinten raus, ey. 8 Meter Länge. Ich glaube 17 Kilo Tragfähigkeit. Das wäre schon nicht schlecht. Was mich halt so ein bisschen gerade fuchst, ist, dass ich die Montage jetzt natürlich nicht geskillt habe. Beim Verteilen. Das ist mir jetzt so die letzten Tage irgendwie gekommen, dass ich gedacht habe, ach ja, eigentlich könnte man ja noch ein paar schöne Bollos mit in die Tasche stecken. Ich habe bisher nur die, hier, die ganz kleinen. Damit habe ich Posenangeln geskillt. Die kosten irgendwie 60 Silber oder sowas. Und das fand ich angenehmer als mit der Stippe. Also weniger Bruch damit als mit der Stippe, weil halt die Rolle dran war. Na, jetzt wird's träge hier. Jetzt haben wir 19 Uhr. Ich ändere einfach mal die Tiefe. 1,20 Meter waren wir jetzt. Dann gehen wir mal runter, vielleicht so auf 1,50. Zack. Ah, vielleicht das war zu weit. Oder? Machen wir nicht ganz so weit. Erstmal hier vorne. 1,50 Meter Tiefe. Und dann einfach auch gucken, also je nach Temperatur, die halten sich wahrscheinlich auch in verschiedenen Höhen auf. 15 Grad warm. Vielleicht einfach tatsächlich deutlich tiefer gehen. Oder vielleicht einfach mal den Anschlag gesetzt kriegen. Dann zieht man auch mal was raus.
Da geht schon wieder was, aber es ist bestimmt wieder eine kleine. Genau das ist das. Die zuppeln da so langsam dran. Nee. Die Mistfinken, ey. Fast so schlimm wie Rotaugen. Ah, apropos Rotaugen. Rotfedern hatte ich hier auch dran. Sechserhaken und... Sechserhaken und Mistwurm. Da waren auch ein paar Rotfedern dran. Bodenränke, okay. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal runter auf 2 Meter. Das ist jetzt schon ziemlich weit, ey. Aber egal, Hauptsache, also wenn es lückt. Ich bin, glaube ich, mit der Kombination mit dem Regenwurm nicht ganz so glücklich. Das ist irgendwie träger. Irgendwie ist da nicht so der Biss dahinter. Ich glaube, so ideal ist das nicht. Vielleicht hau ich mal eine Made dran. Oder einen Teig. Experimente mit der Bodenränke. Eierteig, komm. Eierteig hat jeder. Mistwurm Eierteig. Jetzt kommt, Alter. Trophy Inc. Okay, zumindest waren die Fische bisher nicht abgeneigt. Okay. Alter, Mistwurm Eierteig. Wenn das in den Rekorden... Oh mein Gott, wenn das in den Rekorden steht. 3,4. Leute. Eierteig. Fucking Eierteig. Kilo. Nicht schlecht. Schön fett auf Proteine, Alter. Für den übelsten Pump. Geil, Mann. Okay. 1,6. Löbt. Wir haben 20:30. Oh! Jetzt fällt mir natürlich ein, ein geiler Spot läuft natürlich auch geil in der Nacht. Ich würde sagen, das testen wir jetzt gleich mal, wie das in der Nacht läuft. Ich angel hier noch ein bisschen fleißig weiter. Und wenn was passiert und wenn nichts passiert, dann schnibbel ich das gleich nochmal rein. Und ansonsten gucken wir uns gleich mal nochmal den Kescher an. Nach der Nacht, würde ich sagen. Es sei denn, die Nacht ist wirklich total tot. Dann verkaufe ich einfach und gut ist. Bis gleich. Ja, wir haben es 5 Uhr morgens. Und was soll ich sagen? Die Nacht war eher durchwachsen. Ab 23 Uhr war dann regelrecht Flaute. Und in den Abendstunden bis, ich sag mal so, zwischen 9 und 11, also zwischen 21 und 23 Uhr, war es dann so, dass da... Oh. Den nehmen wir doch noch eben mit hier vorher. Zack. War es dann so, dass da ein paar arktische Maren gebissen haben. Ein Rotauge auch ganz zaghaft, Muxhuhn. Also das war jetzt hier in der Nacht dann los. Und dann ging es gerade los... So um 3 Uhr in der Nacht mit den ersten Brocken wieder. Es war noch dunkel. Das war so ein bisschen Übergangsphase, relativ wenig. Ich war dann auch noch relativ ziemlich tief unterwegs. Erst war ich bei 2 Meter unterwegs, dann war ich nochmal auf 1,80. Und jetzt ist es aber so kühl hier. Wir haben 5 Grad. Dann hatte ich mal probiert... Im Bereich von 90 cm, da ging nichts. Und jetzt wieder zurück auf 1,20 und es geht halt 5 Uhr, es geht halt direkt wieder schön los. Also die frühen Morgenstunden scheinen dann doch nochmal deutlich besser zu sein. 1,20 Meter. Ich habe einfach mal den Eierteig dran gelassen. Ich glaube vom Eierteig, wie gesagt, also Regenwürmer 47.000. Eierteig immerhin noch 14.000. Ich glaube, davon hat man mehr als genug. Die Pose kam auf mich zu.
Was war da dran, ey? Aber ich glaube, so von der Uhrzeit her lieber tagsüber und vielleicht dann zum Abend hin dann doch eher nochmal auf Quappe oder so. Ist, glaube ich, effektiver. Oder nochmal andere Köder testen. Kann man ja machen. Werde ich vielleicht in der nächsten Nacht nochmal ausprobieren. Alle drei Routen raus, unterschiedliche Köder. Und dann einfach mal gucken, was da noch so dran beißt. Vielleicht auch einfach mal gänzlich ohne Fleisch, kein Wurm, keine Made oder Larve. Sondern einfach mal irgendwelche Teigköder dran. Mal sehen, was da so geht. 32 kleine Fischis jetzt gerade dabei. Ich würde sagen, gucken wir uns gleich nochmal eben den Kescher an. Und was so hängen geblieben ist. Und dann auch nicht lange fackeln, sondern direkt weitermachen. Und am besten nochmal eine Trophy fangen hier. So, 45 Fische sind gefangen. Ich drehe mich einfach mal um und guck in den Fischmarkt rein, was denn die Fische so bringen. Sortieren wir mal eben nach Gewicht. Genau, ein paar Rotaugen waren tatsächlich dabei. Die Tunguska-Rotaugen. Ich hatte vorhin nur Rotfedern gesagt, ne? Das Tunguska-Rotauge, das war ein paar Mal dabei. Das sind die Fische, die so ganz vorsichtig auch runterziehen. Aber ich glaube, die paar unmaßigen, ja, das war's mit den unmaßigen. Das sind gar nicht so viele. 11 unmaßige, der Rest passt. Und selbst die unmaßigen bringen immerhin noch, guck mal, die sind sogar bei 10 Silber hier. Also das sind sogar unmaßige, die gar nicht mal so super billig sind, sondern mit 10, 15, 20 Cent gar nicht so schlecht sind. Gehen wir mal aufs Ganze. Da sind wir bei 270. Nach dem Preis sortiert. 270. Es ist kein Fisch, der selbst im größeren Bereich jetzt um die 5 Kilo so wahnsinnig viel bringt. Aber hier macht es tatsächlich die Masse. Das passt schon wirklich ganz gut. Wenn man mal schaut. Also wirklich im Minutentakt. Manchmal eben auch zwei in einer Minute, zwei Fische in einer Minute sind die dann dran. Also es geht schon ganz vernünftig. Ja, Resümee, was haben wir denn zusammen? Nachts würde ich glaube ich nicht damit anfangen, wenn es gerade irgendwie, wenn du auf den Server kommst und es wird gerade Abend, dann würde ich glaube ich mich nicht dann dahinstellen. Da kann man lieber noch was anderes machen. Aber wenn man so für die Morgenstunden nicht genau weiß, was man machen soll und den Tag über einfach nochmal ein bisschen Gas geben möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Dann kann man das ganz gut machen. Vor allem, wenn man natürlich auch noch Posen angeln, wenn man das noch ein bisschen pushen will, dann macht das natürlich auch auf jeden Fall richtig Sinn, weil einfach die Frequenz da ist. Und man braucht ja auch gar nicht die teuren Köder. Man kann einfach mit einem schnöden Mistwurm einfach hier auf die Bodenrinken gehen. Verkaufen wir den Kescher. Kratsching! Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal im Livestream. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und ja, wie gesagt, das nächste Mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, Russian Fishing im Feierabend-TV. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.